und Christoph. Da hätte ich die jetzt alle mitgenommen, weil die sind alle so talentiert und sie wären quer durch meine Zaubertunnel gegangen. Weißt du eigentlich, wer als kleiner Junge alle deine Shows geguckt hat und wer immer davon geträumt hat, einmal in so einer Show aufzutreten? Also ich weiß, dass Christoph ein Fan war. Okay. Und DJ Ötzi war auch ein Fan, weil viele haben ihm auch nachgemacht. Und da müsste es eigentlich... Ja, ich bin's. Ja, tatsächlich. Ich habe jede Folge geguckt. Jede Folge. Und ich wollte einmal wenigstens neben dir auf der Bühne stehen. Du hast mich lange warten lassen. Ja? Mittlerweile bin ich nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem freue ich mich umso mehr. Du siehst noch ganz schön knackig aus. Ich danke dir. Das geht ja schon mal gut los. Ah, herrlich. Aber hast du denn das Ganze, was du heute machst, habe ich dich inspiriert, das zu tun damals? Ich glaube, ich habe das alles von dir gelernt. Ja. Hören Sie das, er hat alles von mir gelernt. Alles Gute, kommt aus Holland. Ja, auf der Stau. Ja. Und die Wohnmobile. Christoph, du hast Mareike heute zu uns zum ersten Mal mitgebracht. Ja. Wie kam es zu diesem Duett? Ich habe in Belgien Christoph und Freunde CD gemacht. Okay. Und da war das Lied auf die CD. Und ich wollte sehr gerne das Lied auch nach Deutschland bringen. Und da habe ich Mareike gebeten, dass sie mit mir das Lied machen würde. Und sie hat gleich Ja gesagt. Super. Ja, weil ich auch Hochdeutsch spreche. Ja, perfekt. Super. Also wir freuen uns sehr. Dankeschön. Dass du heute zum ersten Mal bei uns bist. Ihr macht das super, oder? Ach, danke, danke. Hör auf, du. Jetzt sind wir noch am Anfang. Wir haben noch ein bisschen was vor heute. Mareike, aber weißt du, was mir ganz wichtig ist? Ja. Ich bin ja hier nur der Gastgeber. Ja. Und mir ist wichtig, dass sich meine Gäste wohlfühlen. Du bist heute zum ersten Mal da. Deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir jemanden bekommen, der sich heute um dich kümmert. Nur ja? um mich? Ja, also ausschließlich um dich. Natürlich wird er auch die anderen ein bisschen. Aber erstmal habe ich ihn für dich eingeladen. Ein schöner Mann? Ja, das musst du gleich dann. Okay. Ich kann das jetzt schwer so sagen. Auf jeden Fall ein sehr spezieller Typ. Mhm. Aber ein sehr netter Kollege. Er saß auch schon oft hier bei uns in der Starbar. Er hat allerdings in letzter Zeit bemängelt, dass unserer Starbar ein professioneller Kellner fehlen würde. Okay. Und er hat sich auch gleich selbst für diesen Job beworben. Okay. Ich habe mir dann die Bewerbungsunterlagen mal genauer angeguckt. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass er heute Abend mal eine Show probeweise arbeitet. Ja? Und die Probephase, die beginnt genau jetzt. Für Karl Dall. Oh. Karl Dall, meine Damen und Herren. Ja, grüß dich. Karl. Oh. Freue mich sehr, dass du da bist. Alles liebe Freunde. Ötzi, dich kenne ich noch aus deiner Glanzzeit. Ja. Und Mareike. Lieber Karl, schön, dass du da bist. Dass ich gekommen bin. Ja. Ja, schön, schön. Du wirst immer schöner, Junge. Ja, was darf ich euch zu trinken bringen? Was wollt ihr? Oh, du gehst doch gleich richtig ja, auf in klar. Deiner Rolle. Ja? Also ich habe gerade so ein leckeres Gläschen Bübbelchen gekriegt. Bübbelchen? Bübbelchen. Bist du von mir auch ein Bübbelchen? Ja, gern hätte ich von dir auch ein Bübbelchen. Ich will ein Kind von mir. Ja, ich hab's schon verstanden. Ich hab's schon verstanden. Karl, glaubst du denn heute Abend, dass du unseren Gästen hier recht wirst und alles gut machen kannst? Ich habe alles voll im Griff, Junge. Ja? Endlich mal, ich war jetzt schon ein paar Mal in dieser Sendung, ich bin völlig ausgetrocknet nach Hause gefahren jedes Mal. Ja? Das wird heute der Abend, feucht, fröhlich. Okay. Und fliegende Holländer. Alles ist da. Also Karl, ich merke schon, du hast das hier alles im Griff. Ich lasse dich jetzt mal einen Moment mit unseren Gästen hier alleine, denn ich habe eine dringende Verabredung. Dem Ohrwurm. Jens, du bist Hoteldirektor in deinem eigenen Hotel, in deiner Heimat. Du hast also ein bisschen Ahnung von Gastronomie. Du kannst auch besser einschätzen, ob Karl Dall diesen Job gut macht. Würdest du ihn einstellen? Jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage, oder? Ja, würde ich auch machen. Ist das nicht dieser Radfahrer, der da gedopt hat? Ja. Hier, du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Alles klar. Du,
nicht ausschütten. Nee, das ist hier Whisky für den Kleinen. Ja, ja, um Gottes Willen. Gib das Bier mal wieder her. Das Bier. Ja. Also Jens, hier. Würdest du so einen Kellner einstellen? Haben, dann wollen sie auf einmal Bubblewasser haben. Ja, also ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich geh mal hoch. Der Stefan serviert hier jetzt im Publikum auch schon. Also bei uns ist natürlich alles möglich. Schau, Albert braucht was zu trinken. Er ist immerhin, ich wollte einen grünen Ventiler. Stefan macht jetzt hier einen privaten Service. Der macht jetzt mit zwei Flaschen Bier, macht er die Leute glücklich. Ja? Ja, super. Sehr gut. Jetzt haben die Karl, siehst du das? So geht das in einem Tempo, flott. So musst du das machen. Also, ich lasse dich jetzt mit unseren Gästen wieder alleine hier. Kümmere dich aber bitte ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser. Ich muss auch mal eine Pause haben. Nach der Show, nicht während. Jetzt los, Gas geben. Und ich kümmere mich in der Zwischenzeit um unsere nächsten beiden. Einen ganz lieben Kollegen grüßen. Vielen herzlichen Dank an euch alle. Vielen Dank für diesen Mut. Das war fantastisch. Danke euch. Und jetzt feiern wir Christine Neubauer. Das war's für heute. Die Show ist aus. Wir sagen Danke für den Applaus. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht. Bis bald und gute Nacht. Die Zeit mit Ihnen war wunderschön. Es könnte noch lange so weit. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß heute Abend. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Stars, bei den Starskispringern, bei unserem Kommentatoren-Duo. Großartig habt ihr das gemacht. Und das größte Dankeschön gilt natürlich Ihnen zu Hause. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, wenn Sie Lust haben.